Direkt im Anschluss an Nintendo ging es am Mittwochvormittag in die Culver City Studios. Warum? Ganz einfach, Sony veranstaltet dort wie immer zur E3 die Pressekonferenz. Dieses Jahr stand der Hardware-Riese im Vorfeld etwas unter Beschuss. Die Verkäufe der PS3 halten sich größtenteils in Grenzen, die ganz großen Spieleknaller fehlen einfach noch. Umso gespannter waren wir, welche Knüppel Sony aus dem Sack holte. Die Pressekonferenz begann mit einer netten Idee. Anstatt Jack Tretton, seines Zeichens Präsident von Sony Computer Entertainment America, gleich live auf die Bühne zu schicken, erzählte sein virtuelles Abbild in PlayStation Home, was so auf dem Radar steht. Home soll deutlich schöner werden, was es auch schon geworden ist. Insgesamt soll die Online-Welt der PS3 noch variantenreicher werden. Dann war es auch schon Zeit, Herrn Tretton direkt auf die Bühne zu bitten. Nach einer kurzen Einführung waren die Spiele an der Reihe. Und zwar erstmal für die PSP. Hier gab es kurze Ausschnitte von neuen Ablegern von SOCOM, Wipeout und Siphonfilter zu sehen, ebenso God of War Chain of Olympus. Oder das abgefahrene Patapon. Ein insgesamt sehr gutes Line-Up für Sonys Handheld mit einer ausgewogenen Genreverteilung. Direkt nach der Neuankündigung für den Handheld war eine neue, kleinere Version der PSP an der Reihe. Cassie Rye kam auf die Bühne, um sein neues Baby der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die PSP Slim ist im Vergleich zum Original in der Größe deutlich reduziert, ohne aber dabei auf etwas verzichten zu müssen. Im Gegenteil, der Akku besitzt die gleiche Leistung, das Display ist genauso hell. Das wichtigste neue Feature stellt aber die Videofähigkeit dar. Mit der PSP Slim ist es möglich, Filme auf die PS3 zu übertragen und so auf der großen Glotze zu genießen. Von dem, was wir gehört haben, sollen die Ergebnisse sehr gut sein. Das ist also mal eine echt pfiffige Angelegenheit. Und weil wir gerade bei Filmen sind, kurz darauf kam Chewbacca auf die Bühne, um auch etwas zur PSP loszuwerden. Pünktlich zum Verkaufsstart von Battlefront 2 erscheint auch eine coole Star Wars PSP mit feschem Darth Vader Motiv. Natürlich auch in der neuen Slim-Variante. Nach der haarigen Angelegenheit mit Chewbacca war der eher spärlich frisierte Phil Harrison an der Reihe, der ein paar Worte zum PlayStation Network loswerden wollte. Auch hier kommen in der nächsten Zeit einige wirkliche coole Spiele zum Download, zum Beispiel die fantastisch minimalistisch präsentierte Knobelei Echo Chrome. Was sonst noch zum Download bereitstehen wird, erfuhren die anwesenden Journalisten im folgenden Showreel. Warhawk is an incredibly fast-paced multiplayer game. You can play online, you play four-way split screen just with your buddies on the couch. We wanted the game to be visually as spectacular on the ground when you're running around through the little alleyways, just as much as it was when you're flying around through the sky. It's incredibly immersive, and yet at the same time, not only is it immersive right around you, this huge war occurring all over the place, all around. Warhawk. David Seymour. SOCOM Confrontation is SOCOM's first appearance on Next Generation. So this is SOCOM jumping onto the PS3 for the first time. SOCOM Confrontation is purchased directly from the PlayStation Store and downloaded to your PS3. And as such, the game runs completely off your PlayStation 3's hard drive. When Confrontation was first unveiled, keen-eyed fans spotted that the first map we showed little bits of is actually Crossroads. Probably the most striking contrast for us in building Confrontation for the PlayStation 3 was to see the comparison between Crossroads on the PlayStation 2 and then what's possible on the PlayStation 3. SOCOM Confrontation will be on the PlayStation Store and on Blu-ray this holiday season. SOCOM, U.S. Navy
SEALs confrontation. Auch danach ging es online weiter. Phil Harrison zeigte der Menge, was bei PlayStation Home so alles möglich ist. Zum Beispiel mit einer Sony Ericsson-Kamera ein Bild zu schießen und das wenige Augenblicke später als gerahmte Momentaufnahme in der virtuellen Welt bestaunen zu können. Sehr nette Technikspielerei, das Ganze. Zu SingStar auf der PS3 braucht man ja eigentlich keine Worte mehr zu verlieren. Unserer Meinung nach geht die Serie mit der Möglichkeit, online Lieder zum Nachsingen zu kaufen, genau den richtigen Weg. Partys mit spontanen Songvorschlägen dürften also kein Thema mehr sein. Wir sind uns sicher, SingStar wird ein Hit. Was viele schon vermutet haben, wurde auf der Pressekonferenz ausgesprochen. Um die schleppenden Verkäufe der PS3 anzukurbeln, entschied man sich bei Sony wohl, den Preis der Konsole zu senken. Die PlayStation 3 in der 60-GB-Variante kostet ab sofort $499. Das sind wohlgemerkt $100 weniger als bisher. Damit sollen hauptsächlich die Online-Nutzer angesprochen werden, die sich viele Inhalte aus dem Netz saugen. Im Laufe des Jahres soll auch das erste Bundle für den gleichen Preis erscheinen. Mit der Konsole befindet sich dann Resistance Fall of Man im Paket. Die nächste Ankündigung auf der Pressekonferenz drehte sich wieder um Software. Wenn auch um Spiele, die sich in weiter Zukunft befinden. NCSoft, die Macher von Guild Wars, entwickeln ab sofort exklusiv für Sony. Wir vermuten mal, dass die ersten Gehversuche ebenfalls im Online-Rollenspiel-Genre stattfinden. Wie dem auch sei, NCSoft, gutes Gelingen. Ab da begann bei Sony der Trubel um die Spiele selbst, erstmal von Drittherstellern. Mit dem Multiplayer-Shooter Unreal Tournament 3 kommt ein optisch herausragendes Spiel auf die Konsole. Die Grafik ist schlicht und ergreifend der Hammer. Auch spielerisch wird das Teil wohl eine Wucht, wir können es kaum erwarten. Call of Duty Modern Warfare wurde ja bereits bei Microsoft gezeigt. Hier gab es neue Szenen zu sehen. Der optisch ebenfalls sehr ansprechende Shooter wird auch auf der PS3 für Furore sorgen. Garantiert. Microsoft hatte Patrice und Jade von Ubisoft für die Präsentation. Sony zwar nur ein Video, das war aber auch sehr beeindruckend. Wir freuen uns alle schon riesig auf das Spiel. Um den Action-Thriller Kane & Lynch aus dem Hause Eidos ist es in letzter Zeit zwar wieder etwas ruhiger geworden, der kurze Trailer ließ uns aber wieder mal das Wasser im Mund zusammenlaufen. Auf der Sony-Pressekonferenz wurde im Vergleich zum Microsoft PK ein etwas anderer Trailer zu Resident Evil 5 gezeigt, dieser war aber nicht minder spannend und imposant. Ich mag's kurz, ich will das Spiel haben, und zwar jetzt. EAs neueste Crash-Orgie Burnout Paradise wird zwar einiges am Spielablauf ändern, die bombastischen Unfälle sind aber weiterhin dabei. Auch auf der PS3 geht in Amerika nichts ohne Football. Fans der Sportart freuen sich hier auf Madden 08. Zu leicht könnte man The Simpsons als schnell heruntergekurbeltes Lizenzspiel abstempeln. Laut Markus Schwertl hat es der Titel aber wirklich in sich. Darf auf der PS3 natürlich auch nicht fehlen, Guitar Hero 3 von Activision. Wer sich mit seiner Plastiklampe vor der Glotze etwas einsam fühlt, sollte auf jeden Fall auf Rock Band von Harmonix warten. Hier geht ihr mit einer kompletten Band an den Start. Moment mal, den kennen wir doch. Stimmt, das ist Hideo Kojima und wo er auftaucht, ist meistens auch ein neuer Metal Gear Trailer nicht weit. Bevor dieser kam, betonte Kojima aber nochmal, dass dies endgültig final, unwiderruflich, absolut ohne Zweifel sein letztes Spiel im Metal Gear-Universum sein wird. Zumindest bis Teil 5 kommen wird. Nein, nur Spaß. MGS4 wird definitiv der letzte Teil mit Kojima, deswegen betonte er nochmal, dass er sein gesamtes Designerwissen in diesen Titel packen wird. Und um das zu präsentieren, wurde ein knapp 6-minütiger Trailer gestartet, der komplett in Spielgrafik ablief. Das kurze Filmchen war auch sehr nett, wenn auch nicht unbedingt aufschlussreicher als die letzten Appetitanreger, die wir zu dem kommenden Hit bestaunen durften. Deswegen, Herr Kojima, nicht auf irgendwelchen Pressekonferenzen herumlungern, sondern lieber das Spiel fertig kriegen. Fast fertig ist zumindest schon das neue Ratchet & Clank, das optisch einen tollen Eindruck hinterlässt. Auch spielerisch machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Die Entwickler haben das schon im Griff. Das Action-Adventure-Folklore hingegen wirkt noch etwas belanglos. Hier lassen wir uns aber bei Erscheinen gerne eines Besseren belehren.
Zumindest optisch dürfte das Spiel gerne noch etwas zulegen. Die God of War-ähnliche Schlachtplatte Heavenly Sword wurde bereits angezockt und von uns für gut befunden. Grafisch ist das Teil schon mal ein ziemlicher Hammer. Auch um NBA 08 machen wir uns überhaupt keine Sorgen, vor allem bei der genialen Grafik. Achtet mal auf die super tollen Animationen. Bei Little Big Planet handelt es sich um ein richtig abgefahrenes Spiel, das nicht nur grafisch ungewöhnlich sein wird, sondern auch spielerisch neue Wege geht. Ihr müsst online mit anderen Leuten Hindernisse überwinden, um ans Ziel zu gelangen. Da jeder Charakter nur eine Fähigkeit besitzt, müsst ihr schon richtig zusammenknobeln, um heil durch die Levels zu gelangen. Klingt spannend, schaut spannend aus, klarer Fall, das solltet ihr im Auge behalten. Uncharted mausert sich dank actionreicher Inszenierung und sehr guter Optik zum krachigen Action-Adventure. Wir hoffen, bald mehr von diesem Spiel sehen zu können. Eine komplette Neuankündigung gab es auch. Zu Infamous aus dem Hause Sucker Punch gibt es zwar noch nicht allzu viel zu sagen. Auf den ersten Blick erinnerte uns das Spiel aber an einen Ableger für die Xbox 360, der im Namen irgendwas mit einem Riss ganz unten zu tun hatte. Weiß auch nicht mehr, wie das denn hieß. Zu guter Letzt wurde noch angekündigt, dass wie schon beim letzten Teil der Rennsaga eine Vorabversion von Gran Turismo 5 unter dem Namen Prologue erscheinen soll. Zieht euch mal bitte die genialen Automodelle rein. Prologue soll bald online zum kostenpflichtigen Download bereitstehen. Das war es eigentlich auch schon von den Spieleankündigungen. Moment mal, war es das wirklich? Aber nein, denn endlich wurden spielbare Szenen zu Killzone 2 präsentiert. Nach dem bombastischen Trailer vor zwei E3s war es mächtig ruhig geworden. Nun darf endlich in Spielgrafik geballert werden. Unser Eindruck? Nicht ganz so brillant wie der Trailer, aber immer noch ganz großes Kino. Vor allem die Atmosphäre ist wirklich der Hammer. Zieht euch die Szenen mal rein. Nach der Killzone-Präsentation war es Zeit zu gehen, denn im Studio nebenan durften noch einige Spiele Probe gezockt werden. Die Zuschauer waren alle zufrieden. Wir sind der Meinung, dass Sony ein wirklich beachtliches Line-Up am Start hat, das so ziemlich jeden zufriedenstellen dürfte. Jetzt muss ich nur noch die Konsole anständig verkaufen, dann ist der Konkurrenzkampf nochmal doppelt so spannend. Nach der eher laschen Vorstellung letztes Jahr konnte Sony endlich wieder mit guten Spielen und einer variantenreichen Genre-Auswahl punkten. Allerdings, auch hier wäre ein paar mehr Neuankündigungen echt nett gewesen.